Ja, herzlich willkommen bei Kiez Kompakt. Heute einen Tag vor Weihnachten. Wollen wir nochmal die Leute fragen, ob sie denn schon richtig in Stimmung gekommen sind, ob sie schon alle Geschenke haben, wie sie Weihnachten verbringen. Wir machen mal wieder einen Rundgang durch Treptow-Köpenick. Ich sage mal wieder, kommt mal mit. Dürfen wir Sie mal ganz kurz fragen, ob Sie so einen Tag vor Weihnachten schon so in Stimmung gekommen sind? Also Stimmung? Nicht mehr wie sonst. Feiern Sie ein bisschen mit der Familie? Bin alleine. Sind Sie alleine, aber machen Sie sich trotzdem gemütlich morgen? Ja. Gibt es was zu essen? Fisch oder Gans? Jetzt? Nee, Fisch und Gans mag ich mir nicht aus. Ich habe schon Stücke Fleisch zu Hause. Haben Sie besondere Wünsche für Weihnachten, für sich selbst oder für Ihre Nächsten? Bin aus dem Alter raus. Ich bin schon 85. Dann wünschen wir Ihnen Gesundheit fürs neue Jahr und ein frohes Fest, ja? Dankeschön, ebenfalls. Dürfen wir Sie mal kurz fragen, ob Sie so einen Tag vor Weihnachten schon in Weihnachtsstimmung sind? Ich spreche schlecht. Ah ja, haben Sie schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja, schon gekauft, ja. Und feiern Sie richtig traditionell Weihnachten? So traditionell Weihnachten mit der Familie, mit dem Weihnachtsbaum? Ah, ja, mit der Familie, ja, mit Freunden, ja, wir feiern, ja. Dann wünschen wir Ihnen frohes Fest, ja? Dankeschön. Ganz kurz, einen Tag vor Weihnachten, sind Sie schon in Stimmung? Ja, klar. Haben Sie das letzte Weihnachtsgeschenk gekauft? Genau. Dann frohes Fest. Vielen Dank. Genau. Dürfen wir Sie mal kurz fragen, wird denn zu Weihnachten überhaupt Fisch gekauft? Wir haben reichlich Vorbestellungen, die Sie habt. Ist das so Karpfen? Ich kenne mich da nicht aus, oder ist das nicht erst so Silvester, diese Karpfenzeit? Es gibt solche und solche. Am meisten ist Silvester. Ja. Aber so 30, 40 haben wir Weihnachten auch. Und wie verbringen Sie Weihnachten? Können Sie Fisch nicht mehr sehen oder essen so ganz? Trotzdem Fisch. Ja. Aber wir essen erst Silvester. Ja. Haben Sie schon alle Geschenke zusammen? Ja. Muss ja. Fühlen Sie sich denn selbst so jetzt in Weihnachtsstimmung? Wetter ist ja eigentlich weihnachtlich. Ja, ist schön. Auch mal, sonst hat man nicht weiß, ne? Das ist schon in Ordnung. Wünschen wir Ihnen frohes Fest. Ebenfalls, ja. Tschüss. Ich muss Sie mal ganz kurz fragen, ich sehe Sie gerade mit Ihrem Hund spazieren gehen. Einen Tag vor Weihnachten, kriegt er auch irgendwas geschenkt von Ihnen? Ja, der kriegt auch sein Leckerli. Kriegt sein Leckerli. Wie feiern Sie Weihnachten mit der Familie? Ja, bei den Kindern. Haben Sie alle Geschenke schon? Ja. Und was kriegt er? Leckerli kriegt er. Ein besonderes Leckerli. Aber da muss man ja aufpassen bei dem Schnee, mit der Farbe, dass man ihn nicht verliert hier, ja, ne? Ja. Wünschen wir Ihnen frohes Fest. Alles Danke. Gute für Sie. Tschüss. Danke. Dürfen Sie mal ganz kurz fragen, wer bei Ihnen den Weihnachtsbaum schmückt? Wer den schmückt? Meine Frau mit den Kindern bestimmt. Und Sie haben sich Zeit gelassen bis zum letzten Tag, weil er dann besonders frisch ist, oder haben Sie vorher nicht geschafft? Ich habe es vorher nicht geschafft. Da ist es. Aber ich wollte auch mit den Kindern zusammengehen. Ja. Ihr freut euch schon beim Schmücken? Macht ihr das mit, ja? Was ist eure Lieblingsfarbe, die Lieblingskugelfarbe? Blau. Blau. Und deine? Orange. Na, da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Der sieht ja toll aus, der Weihnachtsbaum. Schöne Weihnachten, viele tolle Geschenke. Sind Sie sonst gut vorbereitet für Weihnachten? Ja, prima. Alles im Tschüss, Gipfel. Frohes Fest. Dürfen wir Sie mal kurz fragen, ist die Weihnachtsgans drinne? Nein, keine Weihnachtsgans. Was gibt's bei Ihnen zu essen? Ein kleines Stückchen Gans, ein kleines Stückchen Ente. Irgendwie sowas ist da. Haben Sie alle Geschenke schon für die Kinder und für die Familie? Ja, ist alles da. Weihnachtsbaum auch schon? Wir haben gesehen, die haben nicht mehr so viele. Müssen Weihnachtsbaum ist auch schon da, ja. Frohes Fest und schön. Danke ebenfalls. Dürfen wir Sie mal kurz fragen, haben Sie die Weihnachtsgans schon für Weihnachten gekauft? Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es nur eine tiefgefrorene ist. Ich wollte gerne eine frische haben, aber... Sind Sie wahrscheinlich auch zu spät, so am letzten Tag vor Weihnachten? Na gut, bei einer frischen muss man die einen Tag, oder? Da haben Sie natürlich recht. Zwei Tage vorher kaufen. Sind Sie sonst gut vorbereitet, Geschenk fürs Kind, alles schon besorgt? Das ist schon alles erledigt. Dürfen wir aber nicht verraten, gibt's erst morgen. Das gibt's erst morgen, ne Richard? Das Geschenk gibt's noch heute noch nicht. Was hast du dir gewünscht? Eine Abendbrust. Ja, mal sehen, ob das der Weihnachtsmann bringt, oder? Da bin ich auch gespannt. Gibt es eine besondere Bewandtnis, warum Sie den Korb ziehen statt schieben? Ja, der Korb funktioniert nicht. Ach Mensch. Und vorwärts kriege ich nicht. Wir können ja ein bisschen helfen. Haha, okay. Gut. Mal sehen. Wir wünschen Ihnen frohes Fest, ja? Ja, für Sie auch bitte. Danke. Tschüss. Tschüss. Sollen wir Sie mal kurz fragen, wie ist denn das für Sie bei dem Wetter? Kommen Sie da überhaupt voran mit dem Fahrrad und allem? Schwer. Haben Sie denn jetzt schon Weihnachtsgeschenke auch so per Briefkasten verteilt? Passiert das manchmal, dass man mal eine Tafel Schokolade reinwirft jetzt vor Weihnachten? Das wissen wir nicht. Achso, ist natürlich verpackt, logischerweise. Postgeheimnis. Wie verbringen Sie selber Weihnachten? Muss ich erst mal sehen. Müssen Sie morgen noch mal ran? Morgen Vormittag? Ja. Auch noch. Das heißt, für Sie beginnt der Heilige Abend dann auch erst ab 14, 15, 16 Uhr? Ja, bestimmt. Wünschen wir Ihnen frohes Fest und gutes Gelingen, dass Sie jetzt bei dem Matschwetter hier durchkommen. Tschüss. Okay.
Ich frage Sie mal, der frische Karpfen, ist der für Sie? Der Karpfen, der ist für uns zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Für fünf Leute, ja. Und ganz frisch. Und das schockt Sie jetzt gar nicht, den so zu doch, sehen? Doch, doch, das ist schon ein komisches Gefühl. Aber meine. Aber besser, als wenn man es selber machen müsste, oder? Halt eben, ja. Und wie lange reicht der für morgen? Am gleich zu Sonnabend noch mit, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der wird dann zu Weihnachten gemacht. Für fünf Leute, dann ist er weg. Und ist ihn lieber als eine Weihnachtsgans? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Gans gibt es dazu. Gibt's dazu. Dann wünschen wir Ihnen frohes Weihnachtsfest und guten Appetit. Ihnen auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Sollen wir Sie mal ganz kurz fragen, ob denn die Leute im Eindruck haben, mehr zu Weihnachten Fisch essen, Karpfen oder doch lieber die Gans? Mehr Fisch. Ist das eigentlich was Traditionelles? Sie werden es ja bestimmt wissen. Ja. Ist das ein traditionelles Weihnachtsgericht, Karpfen? Ja. Karpfen ist immer besser. Ich dachte immer, wird Silvester gegessen, Karpfen. Wir haben, glaube ich... Auch zu Weihnachten, Fisch ist erstmal viel gesünder wie Fleisch. Und isst man den in Karpfen blau oder wie ist so das? Ja, ich esse lieber in eine Folie gebacken. Im eigenen Saft ist viel besser. Und für die Leute ist bestimmt spannend auch zu sehen, wie der Karpfen hier lebendig rauskommt und wo sie dann so einen kleinen Schlag geben. Ja, genau. Ist viel besser. Aber ist sehr tierfreundlich, also der muss nicht lange leiden bei Ihnen. Nein, bei mir muss die Witze nicht gelten. Das steigt man sehr auch ab. Ja. Was haben Sie noch so im Angebot für Fisch? Forellen noch und dann Stücken noch, Karpfenstücken. Also küchenfertig auch schon. Also alles. Was essen Sie selber zu Weihnachten? Wenn ich mal fragen darf? Kein Fisch. Kein Fisch. Haben Sie das ganze Jahr über wahrscheinlich Fisch, dann haben Sie heute noch so viel Fisch um sich, da reicht Ihnen das dann? Ja, man kann ja ganz Pute, alt, was sich anbietet. Genau. Ja. Ja, Sie sehen ja auch schön weihnachtlich aus. So, jeden Tag Fisch. Jeden Teil Tag. Wünschen wir Ihnen frohes Fest, ja? Ja, Ihnen auch. Ja, das sieht gut aus. Ja. Darf Sie mal fragen, Sie haben sich ganz bewusst für Karpfen entschieden jetzt vor der Weihnachtszeit? Ganz genau. Ist Ihre Familie lieber Fisch als Gans zu Weihnachten? Ja, weil ich komme aus Tschechien und bei uns wird traditionell gegessen Karpfen. Aber deutsche Kartoffelsalat, weil mein Mann ist deutsch. Und ja, dann freue ich mich ganz so. Das ist ja auch wunderbar, ganz frisch. Wie ist es so für Sie, ja, wenn der jetzt hier so... Ich bin extra hergekommen, weil wie Sie kennen, Jahr ist ja immer frisch und schmeckt ganz lecker. Darum bin ich hier. Wie aber dass er Ihnen jetzt leid tut oder so, das ist nicht gar nicht. Das ist ja, ist schon ein bisschen brutal, aber was soll's. Trotzdem auf die Pfanne schmeckt lecker. So sieht man wenigstens, dass er wirklich frisch ist, dass er... Genau, so ist es. So ist es und das ist mir wichtig. Und ja, in die anderen Laden weiß ich nicht, wie lange schon da liegt. Aber hier ist es einfach frisch und gute Preise. Das ist gut. Wünsche ich Ihnen frohes Weihnachten und guten Appetit. Danke, Evan. Dankeschön. Dürfen Sie mal ganz kurz fragen, Sie haben sich ja für ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk entschieden. Wohin darf es denn gehen? Zu Udo Lindenberg, zum Hinterm Horizont. Für wen ist es? Für Ihre Frau? Ja. Und wie feiern Sie Weihnachten sonst? Ganz traditionell? Klassisch. Ja. Klassisch, aber durfte ein bisschen rockigeres Konzert sein, kein klassisches. Richtig. Wünschen wir Ihnen frohes Fest, alles gut. Ebenso, danke. Frau Schirmer, wir stehen jetzt hier neben Ihnen mitten in der Theaterkasse, Theaterhäuschen in Friedrichshagen. Werden denn so diese Weihnachtsgeschenke genutzt? Kaufen Leute viele Karten? Was wird denn besonders, geht denn besonders gut? Na, besonders gut gehen Musicals und viele Veranstaltungen im Admiralspalast. Kaufen eher die Männer für ihre Frauen oder auch die Frauen für ihre Männer, die Karten? Ja, die Frauen für ihre Männer, die Männer kommen morgen erst. Die kommen morgen erst, die kommen auf den letzten Drücker. Immer erst am 24. Haben Sie morgen auch noch auf hier, ja? Bis um 12. Was haben Sie gerade im Angebot? Was kann man empfehlen? Besonders vielleicht? Sie sehen ja überall alles eigentlich, nur schöne Sachen. Wie verbringen Sie Weihnachten dann selbst? Kaufen Sie sich auch eine Karte oder sagen Sie, nee, ach, mir reicht das eigentlich, ich gucke das ganze Jahr über hin und wieder mal irgendwie ein Konzert an oder so? Na, Karten muss ich ja nicht kaufen, aber ja, nee, auch traditionell eigentlich eher so mit Freunden treffen. Stehen Sie hier die ganze Woche, haben Sie 7 Tage in der Woche auf sozusagen? Also Montag bis Samstag, hm? Ja, wünschen wir Ihnen frohes Weihnachtsfest, alles Gute für Sie. Ja, für Sie auch, danke. Danke. Tschüss. So, liebe Zuschauer, das war's hier von Geht's Kompakt, ein Tag vor Weihnachten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein paar Impressionen noch von den Leuten zu erhaschen. Wir wünschen euch alle zusammen ein ganz frohes Weihnachtsfest. Vielleicht bringen wir euch noch eine Reportage vor dem neuen Jahr. Ansonsten wünschen wir euch auch einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr, alle, die uns nicht mehr sehen. Tschüss, auf Wiederschauen.